Ja, das muss dann die Lara aufsetzen. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist Laras Geburtstag. Hier ist schon die 6 aufgebaut. Und der Papa und die Luisa tragen schnell die letzten Ballons noch ins Wohnzimmer, oder? Ja. Achtung. Komm, Luisa. Gibst du nicht mehr den Papa? Na komm. Das kommt auch ins Wohnzimmer. Die Lara ist unten mit dem Patrick. Und hier wird alles voller was? Schau mal. Eine Kappe. Eine Kappe. Setz mal auf. Oh, cool. So, hier baut der Papa gerade alles auf. Und ich nehme euch mit in die Küche, weil ich mache da gerade nämlich Waffeln. Und zwar sogar rosane Waffeln, hat sich die Lara gewünscht. Habe ich sogar gerade eingefärbt. Ich glaube, ein bisschen mache ich noch. Sie schauen noch ein bisschen zu fleischrosa aus und zu wenig pink, oder? Also. Genau, das soll es auch sein. So, meine Lieben, wir sind jetzt in Partyvorbereitung. Ja, das ist meine, das ist echt. Und jetzt kriegt die Luisa ihre eigene Mustache. Sekunde. Hat der Papa? Und dann kriegt die Michelle auch und die Mama auch. Ach, nicht meine Haare ziehen. Luisa auch. Als Gegenleistung verlange ich nur dein Lieblings- und Kettenhaus mir Schau mal. Michelle. Schau mal. Yeah. Michelle. Schau, wie der Papa so die Tochter, oder? Ja, das ist deine eigene Schnauze. Warte, gut. Ich lach mich kaputt. Zeig mal her. Das schaut wie mein aus. Also so schau ich mit Schnurrbart aus, oder? Wahnsinn. Wenn du den mit den Tochter zeigst, würdest du gar nicht. Warte, die Mama kriegt auch jetzt sie Michelle mal. Lisa, komm mal, interessiert mich, was sie gesehen hat. Besetzt! Lisa, lass dich mal da oben. Lass doch nicht mal. So, jetzt ist die Michelle dran. Sie kriegt die gleiche Haarfarbe wie der Papa. Er will sie nicht mehr erkennen. Machst du dich sehen? Ich kann nicht lachen. Schau mal die Engel. Lass meine Mustache. Jetzt ist die Mama dran. Warum überrascht mich die Lara denn mit Schnurrbärten? Gringo. Das kriegt der Patrick, oder? Der Patrick hat schon einen eigenen. Hat er? Hat er einen eigenen? Richtig. Er hat doch schon einen. Ja. Hat der Patrick einen Schnurrbart? Ja. Dann kriegt er die Lara einen. Soll der schwarz oder brun? Du kannst sie ein bisschen besser anpicken wie Luigi. Wie Luigi. Luigi, ja. Warte, ich mag das auch. Aber wieso tragen wir alle Schnurrbärte? Ja, das ist so. Welchen Sinn hat das? Party, wenn dann schon richtig. Aber beim Papa ist das echt, echt. Ja? Soll ich meine Schnauze lassen? Das schaut wie Chuck Norris aus. Du schaffst es. Schaut wie Chuck Norris aus, ja? Du schaust aus wie dieser Burke Reynolds. Wie denn? Magnum. Also ich schaue aus wie Magnum. Schaut mal, das ist die Torte, die sich die Lara gewünscht hat und ich habe sie gestern noch gemacht. Also es ist einfach eine gekaufte Torte darunter, so eine Sachertorte und ich habe sie einfach nur dekoriert. Schaut schön aus, oder? Gefällt euch meine Torte? Ja, war sehr schön, schaut aus. Aber das ist gut dekoriert. Kannst du mir schnell decken, weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt nämlich die Dinger. So, die Waffeln sind fertig.
Und Ahornsirup muss ich noch holen. Kannst du das auf den Tisch stellen, Schatzi? Lara? Bist du gespannt, Lara? Warte, warte. Was habe ich, Lara? Hallo, Papa. Der Papa hat schon seinen eigenen Schnurrbart. Ah, der kriegt so einen. Der hat schon seinen eigenen. Komm, Tati, was sagen wir jetzt nicht? Na, ich halte den. Komm, Papa. Komm, Lara, komm, warte langsam. Komm, Lisa, komm, komm, langsam, langsam, langsam. Langsam. Komm, Lara. Das riecht schon lecker. Komm schon, komm schon, komm schon. Happy Birthday, kleine Lara. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lara. Happy Birthday to you. Bravo, klatschen. Ihr müsst klatschen. Ich hab leider deine. Wuhu! Ja, wieder. Happy Birthday, Laditi. Hast du dir was gewünscht? Magst du auch einen Schnurrbart? Warte, die Lara kriegt auch einen Schnurrbart. Und wo ist der Geburtstagshut, Papa? Der Geburtstagshut. Ja, alles ist Bebe. Happy Birthday! Kuss, Schnurrbart, Kuss. Wo ist denn sein Schnurrbart? Papa, wo ist sein Schnurrbart? Das ist ja von Adams Family. Das ist doch verkehrt, Baba. Das ist verkehrt. Ach, ja. Entschuldigung. Dann kann man im Bank überfallen. Der ist ja gefallen! Hallo, mein Häschen! Oh, ihr seid gemein. Wieso? Du hast doch geklebt. Ihr seid gemein. Schau jetzt. Oh, wie süß. Hallo, Papa. Mach ein Nico so jetzt. Machen. Warte, ich muss jetzt kurz. Süße Lara? Nein, bitte schön. Lara, du kannst es so nehmen und so beißen, ne? Müsse, magst du auch dasselbe? Nein. Na, den Teller musst du schon auf den Tisch nehmen. Ja, so. Ja. Magst du auch sowas, Luisa? Was mag die Luisa? Mama, was Schokolade? Was ist das? Was ist das? Nein, was ist das? Was ist Schokolade? Erdbeere. Erdbeeren habe ich keine, Schatzi. Aber warte nur, du hast das. Achso, zu trinken. Geh, Patrick, kannst du hier dann. Warte nur, Schokolade. Ich verstehe nicht, wie sie Schokolade. Magst du das trinken, Luisa? Wer will noch? Lara, wo ist dein Glas? Ich will. Hier hast du das geschnitten, Mama. Ich hab's geschnitten. Mein. Du musst damit rechnen, dass du dich abpasst und dann musst du deine Hände einfach abpassen. Luisa auch? Nimmst du deinen Papierstrauch an, kurz weg? Lara? Noch? Das süßeste Geburtstagsfrühstück. Das ist purer Zuckerschock. Danach brauchen Papi wir alle. Auch. Und Lara? Papa auch. Lecki? Hast du auch Zuckerschlösser damals? Mhm. Kann jemand der Lara? Ich bin der Einzige, der noch einen Schnurrbart hat. Luisa, magst du auch einen? Schau wie Chuck Norris was aus. Magst du denn? Geht schon. Lara hat die Augen zu. Nein. Komm. Noch nicht schon, Lara. Du machst alles kaputt. Ich hab die Augen zu. Hast die Augen zu? Mhm. Stell die daneben hin. Nicht schon. So, und fertig. Happy Birthday, mein Schatz. Ah. Warte, warte, schau mal. Du schaust in die falsche Richtung. Schau mal. Aber ja, mir weiß es, ja, ist egal. Setz dich mal rauf. Warte, Lara, warte. Sie kann nicht draufsetzen. Ist es zu hoch? Was ist noch? Warte. Nein, warte. Lara, das ist kein Pferd. Nicht so. Warte kurz, Lisa. Dein Fuß über der anderen Seite. Das ist zu hoch, Schatzi. Ist zu hoch, aber da muss ich noch ein bisschen kleiner machen, dann wird man einstellen. Gehst du kurz runter? Das stirbt nicht. Probier mal jetzt. Nicht so lange, das ist kein Pferd. Vergiss. Ja,
nein. Sie muss ja selber auch losfahren können. Das heißt, sie muss unten mit dem Fuß ankommen. Mehr geht es nicht. Das ist 18 Zoll, oder? Mhm. Da hätten wir 16. Ich habe das letzte Jahr nicht so lange halten können. Warte, wir schlafen noch nicht. Das ist Lara. Ich hab Geburtstag, nicht dieses Jahr. Komm schon. Eine Barbie! Wow, eine Überraschungs-Barbie. Eine Barbie! Das ist Schauspiele. Du schön spielen? Ja, aber nur Schauspiele. Die Lisa, aber zusammen spielen. Ja, oh. Nicht nur eine. Aber wir tun zusammen spielen. Eine Lara. Und das ist hier. Warte, Lisa, die Lisa ist so süß. Die Lisa hat gesagt, aber wir tun zusammen spielen, ja. Dankeschön. Ja, voll cool. Ein Buch. Warte, Luisa, warte, warte. Luisa, warte. Luisa, warte, dann kann man wieder sowas machen, Lara. Die Luisa. Weißt du noch? Ey, ich habe hier noch mein Herzchen. Kann man wieder machen. Für ab 5 Jahre. Oh, was ist da drinnen? Ist das dein Geschenk da? Die Luisa. Das ist mein Geschenk. Hab's aufgemacht. Wow. Super. Probier mal auf, ob's passt. Warte, warte, Leute, Moment. Patrick, holst du das andere? Wow. Oh, oh, ein Feier. Luisa, wir haben für dich auch eine kleine Überraschung. Was? Luisa? Der Patrick bringt dir deine Überraschung. Warte, warte hier, warte hier. Warte, Lara. Ist das Augen zu? Ja, Augen zu. Du darfst ja ein Ding machen. Gib ihn hier. Da, Luisa. Warte, warte, der Papa macht das. Luisa, komm her. Au, es tut weh. Was? Ohr, Ohr, Ohr. Ohr. Und? Ist das schön, Luisa? Hast du schon mal geschaut, welche Farbe? Rosa? Rosa. Und was ist noch da drauf? Grau. Opa. Komm zur Mama, Fuchs. So. Genau, da muss man Wasser reinfüllen. Das ist eine Überraschung. Das kenne ich. Ja, aber müssen wir zuerst, Michelle, machst du das? Warmes Wasser. Da ist die Anleitung, nimm sie mit. Und da? Mhm. Und da, das sind. Hey, da ist das ganz weiche. Wahrscheinlich die ganzen Zubehörsachen. Da, nimm das. Ich kann es ja gar nicht mehr oben, oder? Nimm das. Ist noch mehr drin? Mama. Nee. Muss man sie wieder zumachen? Die Deckel, ja. Wo ist der Deckel? Ich habe mal gesehen, wie einer auf TikTok das auch gemacht hat. Und sowas. Oh, oh. Bin rosa. Schnell, schnell. Er schüttelt. Schütteln? Ich sehe schon deine Füße. Es dauert auf jeden Fall nicht lange, glaube ich. Na, schau, man kann es eh schon sehen. Ja, meine Lieben, wie ihr seht, sind wir gerade im Auto. Wir müssen mit zwei Autos jetzt losfahren. Und wir fahren das Fahrrad zurückbringen, weil das ist leider viel zu groß. Wir werden es jetzt umtauschen in ein kleineres. Also die Lara müsste ja alterstechnisch eigentlich ein 18 Zoll Fahrrad haben, aber sie ist doch ein bisschen... Ja, zu klein dafür. Und mir ist lieber, sie hat ein bisschen ein, also sie hat ein kleines, was ihr jetzt passt, mit dem sie dann gut fahren kann, damit sie es noch mal besser fahren kann, anstatt dass sie sich jetzt quält und gar nicht irgendwie. Ja, jetzt fahre ich mit dem großen, der Baba fährt mit dem kleinen. So, Fahrrad haben wir schon umgetauscht. Jetzt habe ich die Kamera nicht mitgenommen, weil es ist so viel los in den Geschäften. Es ist ja halt Samstag und es ist die Hölle los. Aber wir haben das Fahrrad erfolgreich ausgetauscht. Wir haben jetzt der Lara das 16 Zoll Fahrrad zurückgegeben und ein 16 Zoll genommen. Und wir haben sogar, weil das war ein bisschen günstiger, haben wir sogar noch der Luisa ein Laufrad dazu gekauft. Die Luisa auch ein Laufrad hat. Und jetzt fahren wir zum Spielplatz, oder? Wir sind jetzt im Donaupark, wir haben schon Sommerfeeling. Die Sonne scheint mir in die Fresse. Ja, dann. Fresse. Okay, ins Gesicht, Entschuldigung. Einmal die Lara. Ui, ganz schnell. Jetzt ist die Luisa dran.
Jetzt ist die Luisa dran. Na endlich, juhu. Jetzt kommt die Lara. Achtung, Luisa, mach Platz. Luisa, mach Platz. Jetzt. So. Hast du dein Essen auch hingestellt? Na, perfekt. So, wir sind jetzt bei McDonald's gewesen. Wir sind ja nicht bei McDonald's, wir sind jetzt im Auto, die Michelle quietscht hier mit ihrem Strohhalm. Oh, schau, das ist ganz gerissen. Oh Gott. Die anderen sind da drüben. Seht ihr? Wir sind getrennt diesmal. Getrennt ist es. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal essen. Lara hat sich McDonald's für ihren Geburtstag gewünscht. Und jetzt Ruhe im Karton. Bist du hungrig? Ist lecker? Ich bin sechs. Du bist jetzt sechs? Ja, mein Tierchen. Und Michelle? Hm? Holst du immer die Gürkchen, das Gürkchen drauf? Nein, das liebe ich daran. Aber ich habe nur das Brot ein bisschen gerichtet. Achso, ich liebe auch das Gürkchen. Manche nehmen immer das Gürkchen raus. Und ohne das Gürkchen schmeckt es so. So, zu Hause angekommen, baut der Baba jetzt die Fahrräder auf, das von der Luisa und das neue von der Lara. Weil, ja. Aber heute geht sich, glaube ich, fahren nicht mehr. Schau mal, Lara. Lara, schau mal, wie dunkel es draußen ist. Diese kleine Maus. Lass das um den Hals unten. Luisa, schau mal her. Wow. Lara, da ist dein Fahrrad. Dein Papier mit deinen Punkten. Wow, was für eine Ehre. Oh, freust du dich? Das sieht auch schön aus, oder? Mama, Lara hat zum Geburtstag. Ja, aber du hast auch ein Fahrrad gekriegt und ein Fahrradhelm. Auch cool, oder? Ich habe einen Kindergartengeburtstag. Ja, die Luisa hat nur einen Kindergartengeburtstag. Warte, müssen wir noch essen. Haben wir das Rot vergessen? Geh mal essen. Das ist wirklich ein richtig cooles Fahrrad. Morgen fahren wir dann herum, oder? So, meine Lieben, Fahrrad montiert, ein paar Runden im Haus gedreht und und jetzt sind wir in der Küche. Wir wollen Geburtstagstorte von der Lara essen. Ich habe eine riesengroße Tortenstücke geschnitten. Und wir haben einen Tag nicht unser Kuchen. Und Patricks Patrickstück ist am größten. Aber warum kriegt der Wartes ein großes? Naja, das geht nicht um die Quantität, sondern um den Geschmack. Ja, also man sieht beim Lara, die Torte ist gut, oder? Schmeckt gut? Wow, Papa, hast du den Bauchweh nicht? Wow, bitte was? Aber das ist Bauchweh. Du hast Bauchweh? Ich hab mein Laufrad. Die Lisa macht auch keinen Schritt mehr ohne ihr Laufrad. Ja. Und Luisa, gefällt dir dein Laufrad? Ja. Mir auch. Darf ich morgen auch damit fahren? Toni. Warum nicht? Natürlich. Mit Toni. Natürlich, danke schön. Ich habe gesagt, du nicht. Natürlich. Natürlich. Ich bin krank. Also lass die Mama weinen und essen meine Torte. Oh, lecker. Magst du noch ein Stück? Mama, ich bin auch mit dem Kuchen. Mit Marmelade? Ja, genau, Mama. Das ist klar. Lara, fühlst du dich mit 6 Jahren steinalt? Au! Du kommst, tust du was sagen. Aber du musst lieb sein zu meiner Lara. Ja. Lara, fühlst du dich jung mit 6 Jahren? Das war ein Liebe-Horst. Wir werden jetzt, meine Lieben, das Vlog beenden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Und natürlich bis nächstes Mal. Baba!